Denk dran, sobald es irgendwie stressig wird, können wir rausrennen. Das sieht so unwirklich aus. Alter! Oh, ich werde nicht geantwortet! Scheiße. Wir können rausrennen. Wenn es zu stressig wird, rennen wir einfach raus. Gibt's hier was in der Ecke? Nein, hier gibt's nichts. What? Ich wollte das Ding schlagen. Entschuldigung, du hast so viel Schaden bekommen. Ich habe aber auch viel Schaden bekommen, tatsächlich. Noch von was anderem. Okay, dann am besten schon mal Heiltrank, oder? Ah, sehr, sehr gut. Genau. Willst du auch was haben? Und zwar, ich habe noch Pilze. Heilen nichts? Sehr, sehr viele. Nicht? Die heilen nichts. Ich habe es eben probiert. 100%? Aber 100%, die heilen nichts. Aber ist egal. Ich habe nicht so viel verloren. Das heißt, wir können noch... Nimm doch den Madenbraten mit. Den Madenbraten. Oh, den nehme ich gerne. Nimm den mit und jetzt dann auf geht's. Mega gut. So, ich wollte dich schlagen. Entschuldigung. Alles gut. Aber bisher stoßen wir auf sehr wenig Widerstand. Du weißt schon, dass wir hier drin die schlimmsten Feinde voneinander sind. Also, bisher haben wir uns am meisten Schaden zugefügt. Oh nein. Was denn? Ah, ich dachte eine Weggabelung, aber da ist noch keine. Was ist da? So eine Kiesel. Sorry. Automatisches Speichern, das sehe ich gar nicht gern. Was ist das? Eine Kriegerameise, die greift uns direkt an. Bruder, pass auf. Scheiße. Komm schon. Und dann direkt raus, wenn wir es geschafft haben. Ja. Komm schon. Ja. Komm schon. Ja. Rote Ameisen wollen nicht loswerden, steht da. Was? Okay, jetzt. Rote Ameisenmandibeln. Nee, aber ist doch gut, oder? Also kannst du doch kämpfen? Ich kann noch kämpfen. Moment. Ich nehme ja gerade einen Faserverband, der regeneriert jetzt mit der Zeit KP. Haben wir uns gerade die... Sogar sehr viel. Gott, wir haben sie uns zum Feind gemacht. Wir haben sie uns zum Feind gemacht, aber das ist vollkommen okay. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Okay, hier können wir runtergehen, so wie es aussieht. Aber ich weiß nicht, ob wir tiefer reingehen wollen. Das ist natürlich die andere Frage. Spröde Marmorscherbe habe ich angeblich entdeckt. Was für ein Ding? Nee, wir haben hier so viel Geiles. Marmorscherben können zu Rüstungsplatten verarbeitet werden. Zur Verbesserung von Werkzeugen an der Schmiede her. Verbesserung von Werkzeugen! Natürlich, klar! Ey, ich will alle Ameisen zum Feind, kommt her! Was? Wo hast du das gefunden, diese Dinger? Ich hab gar nichts aufgenommen. Und wirklich wo, nicht. Und hast du das Wort gelesen? Diese Scheiben, diese Mann. Das stand bei mir rechts als kleine Info. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob wir irgendwo hier welche von denen finden. Kann ich hier den Bau komplett abholzen? Give me a second to let my eyes adjust to that. Oh, hier geht's noch tiefer rein. Was, noch tiefer? Ich will nur ganz kurz gucken, gibt's hier sonst noch einen Ausgang? Es ist super dunkel hier drin. Ja, zum Glück haben wir Fackeln. Ja. So, hier oben gibt es keinen weiteren Ausgang. Nein. Also von da kommen wir? Sollen wir weitergehen? Genau. Ich wollte nur gucken, nicht, dass wir uns verlaufen, aber es gibt hier tatsächlich nur einen linearen Weg bisher. Das ist gut. Obwohl es nicht so aussieht. Das ist auch untypisch für Ameisenbaus. Ja. Bäue. Ich hätte... Bäue. Ein Bäuerchen. Zwei Stück! Ja! Zwei Stück! Pass auf! Guck immer auf dein Life! Guck immer, ob du genug Life hast! Muss mich ausdauern, Moment. Ja. Ausruhen. Und. Ja! 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 Sehr, sehr schöner Damage. Guter Damage. Du machst guten Damage. Alter, ich bin fast down. Ich blockiere den Weg zu dir. Kannst du was knuspern auf 8? Ich knusper was, Moment. Sehr, sehr gut. Du machst das super. Zieh die ab! Ich muss auch ganz kurz wieder was knuspern. Hab was geknuspert. Du lenkst dich gut ab, Bruder Herzbär! Komm schon! Ja. Nice! Hol sie dir. Alter! Und da war jetzt noch eine. Ich muss ganz kurz meinen Verband holen. Ich muss mich auch mal regenerieren. Der Verband ist sau witzig, du siehst es bei mir. Das regeneriert über sau viele Sekunden die ganze Zeit die KP. Also wenn wir lang genug warten, ey, dann genau. Ultra gut. Richtig, richtig gut. Und was ich jetzt mal noch mache, Bruder. Ja, das da. Hol das da mal auf. Was denn? Da ist noch ein Tropfen Wasser drin. Wo? Oh, danke. Ich hab volles Wasser. Oh, wie cool. At least it's clean.
Aber denk dran. Denk dran. Wenn wir einmal zu greedy werden und hier drin sterben. Wir kriegen das nie wieder zurück. Es wird ultra schwer, die Sachen wieder zurückzubekommen. Sollen wir eigentlich unser Ding von am Anfang mitnehmen? Weißt du schon? Oh, die Falle mitnehmen und ganz kurz draußen die Items lagern. Alter, alles abgeliefert. Alles abgeliefert. Wir haben es herausgeschafft. Und dieses Mal nehmen wir das Ding mit. Mhm. Sehr gut. Das hat aber gut funktioniert. Ich habe jetzt keine Landrechte. Nein. Wir können das nicht hier rein. Schade. Keine Landrechte. Muss ich die fragen oder was? Was ist das denn für ein Schund? Das muss offiziell beantragt werden. Alter, wir sind hier in einem deutschen Garten. Das ist einfach ein deutsches Spiel, muss man auch sagen. Natürlich. Nein. Wir haben das Formular nicht ausgefüllt. Das ist unser Fehler gewesen. Ja, war auch mies. Müssen wir auch Strafe zahlen für. Du hast hier überall null Landrechte, ne? Ich hab null Landrechte hier, ne? Schade, dann müssen wir das leider abbrechen. Leider. Schade, das war so eine gute Idee. Total, total. Ich find's auch voll gut. Fand's auch voll gut. Aber interessant, aber außerhalb von diesem Ameisenhügel, Halleluja, haben wir überall Landrechte anscheinend. Also in der freien Natur. Okay. Denk, dass du abblocken kannst. Das ist wichtig. Und sehr, sehr geil. Da ist sie. Sehr gut. Pass auf, sie geht auf dich. Ich block ab. Oh, das klappt relativ gut. Was los, hä? Was los? Sag, komm schon. Das ist verwirrt. Oh, mega. Hä, okay, also abblocken ist wirklich geil. Roter Alul. Was ist das? Ein SCAB? Du hast den SCAB-Farbschema entdeckt. SCAB-Bugged. Ja, damit kann man irgendwas besonders umfärben. Habe ich eben schon gesehen, aber es klang nicht so wirklich interessant. Deswegen habe ich es mal noch nicht gemacht. Spröder. Ich hab den Hammer dabei. Und hier liegt rechts neben dran liegt auch noch was. Auch noch so ein bisschen Stuff. Spröde Marmorscherbe, cool. Benötigt höherer Rang. Oh, Alter! Wir sammeln die ganzen kleinen Steinchen ein, die hier rechts und links liegen. Total. Weil das brauchen wir, um unsere Waffen auf genau diesen höheren Rang zu verbessern. Ey. Glaubst du? Ja, da stand da. Ah, okay. Das heißt... Geil! Wir sind jetzt aber am Ende. Wir sind durch. Was? Das war's. Das ist der Ameisenbau gewesen. Nee, hier oben noch, oder? Also hier oben. Was? Alter, oh mein Gott, du hast recht. Wie kommen wir da hin? Oder ist da gar nichts? Sieht aus wie ein Zahn. Was ist das denn? Wie kommen wir denn da hin? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Können wir uns da hochbuggen? Wir haben ja auch keine Landrechte. Ja! Ja! Bitte was? Pferde, Alter! Ja! Aber jetzt mal ohne. Wie kommt man da hoch? Haben wir irgendwann so einen Supersprung oder was? Oh, die inverse Pusteblume. Die inverse Pusteblume, die jetzt so hoch pustet. Oder wir haben irgendwo eine Abzweigung doch verpasst. Wir können mal wieder zurückgehen. Kann sehr gut sein. Ey, wir müssen hier wirklich auf den Boden schauen. Wenn hier irgendwo so Steine sind wie hier. Okay, das war jetzt Kiesel. Wenn hier irgendwo so Sachen sind, das kann halt sehr gut eine spröde Marmorscherbe sein. Die sind so wertvoll. Einfach mal alles mitnehmen. Später können wir ja tauschen und wie immer. Mhm. Oh, die sind so wunderschön wertvoll. Hier liegt auch was. Spröde Quarzitscherbe. Was? Wo? Was? Digga. Bitte was? Was sind denn Quarzitscherben? Soll ich es aufnehmen, damit ich es analysieren kann? Ja, hol. Alter. Wie hat cool. Entdeckt spröde Quarzitscherbe. Quarzitscherben können zu Schleifsteinen verarbeitet werden, die zur Verbesserung von Werkzeugen einer Schmiede gefangen. Also im Endeffekt so aus dem Schmiedematerial wie das andere. Oh, dieser Bau, hier reinzugehen, das war exakt das Richtige. Denn was wir jetzt tatsächlich brauchen, um noch ein bisschen mehr zu advancen, ist verbessertes Werkzeug. Richtig. Und wir haben tatsächlich diesen Bau hier komplett geklärt, damit den Zorn der Ameisen auf uns gezogen. Aber leider. Wir können jetzt bessere Sachen bauen. Aber das war, ja genau, das war einfach sowas von wert. Ja. Moment. So lange, wir sagen das jetzt so lange, bis wir tatsächlich von denen enorm angegriffen werden. Richtig, ganz genau. Ey, es ist hier so ruhig. Ich dachte wirklich, hier in diesem Bau kommt jetzt noch so ein mega großes Gebiet wie bei EDF Insect Armageddon. Ich habe wirklich genau sowas erwartet. Alter, keiner kennt Earth Defense Force. Keiner Leute? Nein, das Wer kennt es? Das kennt keiner. Wer kennt es? Was ist mit Wiederverwerten gemeint?
Also wirklich in die Einzelbestandteile zerlegen oder? Du könntest es auch tatsächlich mitnehmen und bei uns platzieren. Hab ich mir auch gedacht, aber ich würde auch gerne wissen, ob man dieselben Sachen rausbekommt, wenn man es wiederverwertet. Oh, probier mal. Und? Es ist zerplatzt und rollt momentan durch die Gegend. Und wir haben es jetzt nicht alles wiederbekommen davon. Ich bin so froh, dass... Vor allem gerade jetzt, wo ich das weggemacht habe. Ey, ich konnten die nicht zurück, weil wir das da hatten und das eine Blockade für die war? Geh am besten schnell daraus. Wenn du jetzt die Sachen verlierst, die du im Inventar hast, du wirst dich so ärgern. Da hast du recht. Und nimm alles hier aus der Kiste mit, was du kannst. Meine Taschen sind voll. Ey, wenn das wirklich jetzt so ist, dass die nur abgehalten wurden von unserem kleinen Dingchen. Ey, das war dann so der Pfeifett, den aufzustellen. Kiste ist leer. Ich platziere sie dann oben zu unserem Zuhause. Okay, Mama, mach du das dann. Übrigens, wir hatten recht gehabt, also verwerten ist nicht so gut, weil da kriegt man nur noch ein paar der Sachen. Okay. Dann lieber umstellen. Okay. Macht aber auch Sinn. Alter, die ist mir vor die Flinte gelaufen. Einmal Blut geleckt jetzt von den Ameisen direkt so, oh, ich kill alles. Der Tier ist oder so gekillt. Ach so. Ich dachte, wenn du jetzt auch eine Made im Boden krabbeln sehen würdest, hättest du auch gesagt so, ja, das sowieso, Alter. Das sowieso. Ah, voll mega. Jetzt können wir uns vor allem die stärkeren Waffen craften. Ja. Wir können uns generell jetzt Ameisen-Sachen craften. Und das ist geil. Vor allem, die Sache ist die, Bruder, wenn du irgendwas hast, was noch nicht analysiert wurde, gib's mir ruhig. Dann analysiere ich's und dann... Es gibt einiges. Also so ein paar Sachen haben wir da drin jetzt, die noch analysiert werden können. Und ich freue mich wirklich mega mit dem verbesserten Werkzeug. Können wir Fliegenpilze abbauen? Ich freue mich so sehr, was Fliegenpilze tun. Das ist halt auch wahr. Das ist auch richtig. So, ich bin gleich an der Base. Da kann ich schon mal die Truhe irgendwo hübsch hinstellen. Sehr schön. Oh, die sieht echt hübsch aus, die Truhe. Wirklich, wirklich hübsch. Das Lagersystem gefällt mir sehr, sehr gut in dem Game. Ist, wie es ist. So, Truhe steht. Die wunderschöne riesige Truhe. Aktuell noch ein bisschen missplatziert, aber ist egal. So, was wir noch nicht haben, was wir noch nicht analysiert haben, sind, ich pack's gerade mal hier in die Kiste rein, Säuredrüsen und Madenhaut. Kannst du mal reingehen in die Gegner-Loot-Kiste? Ja. Madenhaut? Nee, Rostläusefleisch habe ich auf jeden Fall. Nee, das würde ich kochen. Ja. Genau. Was meinst du? Rechts in der Kiste? Ja. Unten? Ah, die beiden meinst du? Genau, die beiden. Ah, die beiden. Genau, richtig, genau. Okay. Ich analysiere es kurz. Oh, ich bin so gespannt. Total. Ich bin so gespannt. Was kann man damit machen, ist die Frage. Was kann man damit machen? Was schleicht denn hier rum? Ich hoffe nichts. Ich hoffe nichts. Es ist wieder so ein Jumpscare bestimmt. So, Unkrautstängel analysieren. Cool. Wusste ich gar nicht, dass wir das noch nicht haben. Okay. Ein Gerüst? Oh, das klingt so gut, Leute. Das ist ziemlich sexy. Das klingt so gut. Ich kann mein Medikit kann ich analysieren. Ja, aber ohne Erfolg. Hey, was ist das denn, Alter? Was kann man daraus machen? Schwierig. Nix. Oh. Pfeifet. Ich kann noch eine Sache analysieren. Was soll ich machen? Madenhaut, Säure, Drüsen oder rote... Also, ich würde ganz ehrlich sagen, wir wollen ja jetzt die Mandibeln, das Beißwerkzeug, verarbeiten zu der neuen Waffe. Und bevor wir nichts mehr davon haben, würde ich die jetzt lieber weganalysieren. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, komm schon. Überstunde? Ach, das ist ein Drink. Das ist ein Drink, Überstunde. Ausgetrocknete rote Kriegerameise. Ausgestopfte. Oh nein. Also ausgestopfte und rote Kriegerameise Wanddeko. Okay. Ja, geil. Hat sich mega gelohnt. Alter, mega gelohnt. Oh, aber die anderen Sachen zu analysieren, da freue ich mich auch noch drauf. Total, Alter. Das wird auch richtig, richtig nice. Und
mal gucken. Kannst du mal gucken, ob wir genug haben für die neue Axt? Ich muss ja schon sagen, so wie wir abgegangen sind in den Dungeon, es war okay, der Damage. Der Damage, der war, Damage war gut. The Damage was done. Shut to the heart. Shut to the... Und weggeclaimed. Gebannt von YouTube.